geht jetzt weiter mit 7x64 der Green Stars in Welt 13, ja. Da fehlt ja noch. Ich glaube, jetzt in den Hidden Star war das. Ach, genau. Wir werden mal sehen, ob ich die Secrets hier finde. Zumindest mal irgendwie ansatzweise. Denn ich wüsste nicht einmal ein einziges. Ich wüsste auch nicht, wo ich danach suchen sollte. Ich meine, ich könnte mal sehen, ob sie irgendwo da unten sind. Oh, nee. Ja. Das sind wieder Secrets. Vor denen wurde ich sogar schon gewarnt, dass sie ziemlich asozial sind. Laut Mr. Mario Tendo. Also, bei dem werde ich höchstwahrscheinlich nachfragen müssen. Denn ich bin jetzt überall durchgerannt und habe kein einziges gefunden. Und ja, Stern 6 weiß ich ja nicht, was das ist. Und dem erschießen wir uns jetzt bei Welt 14. Nee, Welt 14, sagte ich. Nein, sterben. Ist egal. Ja, ich presse dort. Hier hin. So. Und da, ja. Wow, kein Schaden aus dieser Höhe. Dann war Welt 14 dieser Holztier hier. Und dieses Bild. Ja, climbing through the clouds. Klettere durch die Wolken. Komm in einer neuen Welt. Ziellinie? Also diese Welt gefällt mir schon mal vom Design her. Ich könnte fast sagen, das ist meine Lieblingswelt. Obwohl es keine Lava-Welt ist. Voilà. Aber irgendwie gefällt sie mir. Ja, hier, noch drei Münzen. Hier eine rote. Mal ein bisschen hier die Map erkunden. Oh, da vorne ist noch eine rote Münze. Oh, okay, hier ist Abgrund. Ja, das wusste ich nicht. Ich dachte, da wäre eine Fläche, wo ich stehen kann. Ja. Kamera gerade stecken geblieben. Okay, was ist hinter mir alles? Weiß nichts. Da drüben ist eine einsame Insel und... Oh. Hier geht's rüber, okay. Da ist auch noch eine rote Münze. Also wenn hier überall solche fetten Gumbas rumlaufen, werden die 100 Münzen ja auch wieder ziemlich einfach. Hier nehme ich auch noch 5 Münzen mit. Von diesem Bodenblock. Und zu trümmern, damit ich weiß, dass ich den schon habe. Kann ich hier in die Tür rein? Ja, ich kann hier in die Türen rein. Ich dachte, die werden wieder aufgemalt. So wie in Welt 9. Aber diese hier war echt. Stand da gerade. Also wenn ich mich hier reincheate, ohne 80 Sterne zu haben, komme ich dann aus dieser Tür wieder raus? Ich hoffe es doch mal. Sonst stecke ich dafür immer fest. Denn man kommt ja in diese Welt auch ohne 80 Sterne. Ja.
Also die Hälfte habe ich mal nach diesem Wooden Block hier. Ja, genau so. Ist da oben was? Ne, das ist eine ziemlich hochgestreckte Wand. Hier waren nochmal 5 Münzen und da drüben war noch eine rote Münze und 3 Münzen hier drin in der Box. Ja, na, warte mal. Das geht sich. Wenn da keine unsichtbare Wand wäre, würde sich das ausgehen. Oh, das war ein tiefer Fall. Dann rennen wir ja mal die Straße weit. Ha 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 ha. So, hier war noch ein Gumba. Hier wird vielleicht das Cooper-Rennen hinkommen, wenn man den Stern auswählt. Oh, so eine Jumping Box. Die darf ich jetzt nicht von der falschen Seite packen, sonst springe ich mit der in den Abgrund. Einfach da hoch auf die Strecke. Da kann nicht sehr viel passieren. Ja, also bis jetzt gefällt mir diese Welt ziemlich. Hab jetzt noch nichts Schlechtes entdeckt bei dieser Welt, auch wenn sie ziemlich bodenlos ist, weil ich sie normalerweise hasse. Aber irgendwie gefällt sie mir. Mal hier rauf. Oh ja, mal hier rauf. Das. Okay, da oben geht's dann weiter. Da habe ich gerade eine Brücke gesehen. Danke, meine 80. Münze. Okay, diese Tür ist aufgemalt. Und diese hier auch. Okay, unterscheidet sich hier ein bisschen von der Farbe her, denn die ist dunkler. Diese Tür ist dann auch wieder aufmachbar. Ja. Was haben wir hier drinnen? Eine rote Münze. Nur eine rote Münze oder etwas anderes auch noch? Nee, nur eine rote Münze. Und ist da weiter oben auch noch was? Ich könnte so theoretisch aufs Dach. Nur ob ich das brauche und warum ist jetzt der Ton die Musik weg? Kommt die wieder oder nicht? Warte, ich hol schnell den Ton wieder, dazu kurze Unterbrechung. So. Mit Ton ist der viel schöner hier zu spielen. Ich hasse das, wenn der Ton weg ist. Auf dem Dach habe ich 5 Münzen gesehen, aber das Dach ist ziemlich rutschig. Thema weiß ich nicht. Ah, warte, da ist's. Ist was, wo ich stehen kann? Soll ich es riskieren? Ja, ich riskiere es. Ich pack's ja sowieso nicht. Ich weiß ja noch nicht mal, ob das so geplant ist. Genau diese 5 Münzen wollte ich. Mich da mal von hier oben her umsehen. Da drüben geht es noch weiter und erklimme die Wolken, wird das da oben sein. Da auf dem Dach ist auch so eine Schräge, wo ich gerade oben bin. Einfach da runter.
Ja, jetzt darüber müsste eigentlich klappen von hier. Und dann kommt natürlich so etwas, was ich ja voll liebe. Komm her, Jack, ja. Jetzt fehlen mir noch drei Münzen, die müssen hier noch irgendwo aufzutreiben sein. Das ist eine aufgemalte Tür, ja. Ja, ich habe die 100 Münzen. Yeah. Ja, jetzt komme ich da hoch. Nee, so nicht. Da muss es einen anderen Weg geben. Zum Beispiel diesen hier. Der sieht vielversprechend aus. Hat da oben gerade eine Plattform. Und ein Wind, der mich runterwehen könnte. Danke, Wind. Ich glaube, dich brauche ich. Nee, da muss ich ohne Wind hin. Na toll. Ja, Mario ohne Kappe. Juhu. Ja, die Kappe ist wahrscheinlich vom Spielfeld geweht worden sein. Nein, diesmal nicht. Vielleicht finde ich sie noch irgendwo. Aber ich glaube, die Kappe ist weg. Ja, die ist für immer weg. Egal, Mario sieht ohne Kappe auch nicht so schlimm aus. Werden wir den Rest des Let's Plays einfach ohne Kappe spielen. Außer ich finde sie irgendwo wieder. Böser Wind. Das ist immer schön, so ein Glitch. Na komm, komm, da komme ich wieder raus. Ja, aber nicht da raus. Sopi. Egal, ich habe wenigstens den 100 Münzstern. Dann erklimmen wir jetzt mal die Wolken. Ja, die 8 roten Münzen werden wir halt anders machen. Irgendwann, wann sie gefragt sind. Hab die 100 Münzen, das ist mal ein wichtiger Stern. Der war eigentlich nicht so schwierig in dieser Welt. Das müsste eigentlich schon funktionieren, oder? Ja. Einfach hoch da. Ja, hier sind auch noch Münzen hier oben. Hi, Gumbas. Flygeil, wo geht's hier eigentlich lang? Muss ich mit dir, Flyger, irgendwo hin? Ich weiß es nicht, was ich hier oben bin. Auf jeden Fall eine rote Münze. Von hier könnte ich auf das Dach da drüben. Ich hätte sonst keinen nützlichen Weg gesehen, den ich mit. Ja, okay. Ja, ich hätte da oben jetzt eigentlich nichts wirklich Nützliches gesehen. Aber ich gehe noch mal rauf, denn ich habe sicher irgendwas übersehen. Sonst wäre ich ja nicht ich.
wenn ich nichts übersehen würde. Ja, ein Doppelsprung auf dem Stand geht natürlich nicht, denn wenn man einmal springt, bricht die Wolke unter einem nieder. Aber ja, es gibt einen anderen Weg. Wie ich es mir gedacht habe. Ich würde mal sagen, 100 Sterne wäre dann ein perfektes... perfekte Zahl, um aufzuhören. Deswegen mache ich noch diesen einen Stern. Vielleicht geht sich ja mehr aus. Ja, genau. So, warum nicht gleich so? Warum nicht immer so? Warum gefällt mir das nicht? Warum das da oben mein Trump ist? Damit nicht, ich muss natürlich, ich muss auf den Swamp. Rutscht natürlich ab und sterbe. Ja! Nein. Schade. Kettenhund. Diese Swamps sind etwas zu rutschig. Da muss man genau drauf landen, sonst rutscht man gerade so wie ich ab. Aber das ist so eine schöne Welt, da renne ich auch gerne noch 100 Mal durch. Also, ich habe mit dieser Welt irgendwie keine Probleme. Die gefällt mir einfach. Ich weiß nicht, was ich damit gemacht habe. Normalerweise hasse ich solche Welten, aber irgendwie vom Design her und alles gefällt mir diese Welt. Und Jumping und dahin. So, jetzt sind Speedrunner durch hier. Das war zu viel des Speedrunnings. Da hätte man sich Zeit lassen sollen. Jetzt lassen wir die Kamera wieder draußen. Ja, immer noch. Einfach hoch da. Ah, so funktioniert es auch, okay. Sehr schön, das zu wissen. Warum rutsche ich hier jedes Mal ab? Oh, oh, hey, der hat sich angehalten. Egal, ich lebe. Ich lebe noch. Schön zu sehen, dass sich das nicht ausgeht. Oh, ein Game Over haben wir auch jetzt. Ich hab gesagt, den Stern machen wir noch und den machen wir auch noch. Zumindest irgendeinen. So, du erklimmst jetzt diese Wolken, ob du willst oder nicht.
Hoch da, erklimme diese Wolken. Wann haben wir angefangen? Ich glaube, ich probiere das jetzt schon 6 Minuten sicherlich. Jetzt war ich zu hoch oben, natürlich. Berühren wir mal die Wolke da oben. Hauen uns den Schädel an und fliegen wieder runter. Und jetzt sterbe ich fast am Anfang schon. Hoch da, schneller. Soll das hier rüber? Hier rüber? Halte ich mich fest? Nee. Komm ich da hin? Nee. Bin ich tot? Ja. So ein leichter Sprung, komm. Das klappt ohne Save State. Dämlicher Twomp. Der ist eindeutig zu rutschig programmiert worden. Ich meine, ich weiß, dass es funktioniert, dass man auf ihm stehen kann, aber. Es funktioniert halt dann, wenn Mario es will. Nicht, wenn ich es will. Mario hat gerade null Bock auf so einen Turm zu stehen. Da kann selbst ich nichts machen. Wenn Mario keinen Bock hat, dann hat er halt keinen Bock. Und dann wird er sich demnächst auch keinen zulegen. Hier. Ja! Gibt's ja gar nicht. Ich bin oben. Huh! 100 Sterne! Fehlen noch die letzten 30. Also. Bis dann und auf Wiedersehen.